Hallo, mein Name ist Diana 80. Ich begrüße euch herzlich zum Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 180. Und heute haben wir wieder unser Late-Night-Talk-Format mit Simon, Rethel Heesters, Philipp Sonntag, Diana 80 und Rocco Barone als Kurator. Heute stelle ich in meinem Late-Night-Talk Universalkünstlerinnen und Künstler vor. Das ist das Besondere heute an unserem Late-Night-Talk. Und ich beginne mit Simon und stelle gleich die erste Frage. In welcher Minute Ihres Lebens wussten Sie ganz genau, dass Sie Schauspielerin sind oder sich so fühlen? Ich war in der Schule und da nannte man das Laienspielunterricht. Und da haben wir der widerspenstigen Zähmung gespielt und ich den Grumio und habe da ziemlich viel Quatsch gemacht. Und die Hauptdarsteller waren, die lenkte ich eigentlich ab. Also alles, was man eigentlich nicht machen darf, habe ich gemacht. Ich stand eigentlich am Rand und habe aber ziemlich viel Quatsch gemacht. Und die Leute haben gar nicht mehr auf das Hauptpaar geguckt. Und dann kam nach der Aufführung meine Lehrerin hat gesagt, du solltest Schauspielerin werden. Und das war für mich natürlich bestätigend. Da habe ich gedacht, es hat mir irrsinnig Spaß gemacht und ich wollte sehr früh schon Schauspielerin werden. Und bin dann auch wirklich, durch die Zeitung, die Münchner Abendzeitung, die Besetzung der frommen Helene gesucht. Das war ein Spielfilm, den der Ambesser gemacht hat. Und da habe ich mich richtig beworben. Da meine Mutter aber Stammfotografin bei der Bavaria war, war das also eine normale Geschichte. Und ich wurde sowieso von ganz klein immer zu fotografiert, hatte also damit gar keine Probleme. Und habe bei dieser, das war ja damals noch kein Casting, das habe ich gewonnen. Und nach dem Film hat dann Ambesser mich auf die Seite genommen und gesagt, ich würde dir raten, dass du Schauspielerin wirst. Du musst es aber von der Pike auf lernen. Du musst richtig in die Schauspielschule gehen. Und das habe ich dann während der Schulzeit, also ich bin da 16 gewesen bei dem Film. Und während der Schulzeit bin ich dann nachmittags eben in die Schauspielschule gegangen, Privatschule. Und und so bin ich dann Schauspielerin geworden. Mhm. Und das würden Sie auch jedem empfehlen, nochmal alles von der Pike auf zu lernen? Das ist heute oft nicht der Fall. Genau. Ich will mich da aber nicht einmischen. Ich glaube, dass es richtig ist, dass man es wirklich lernt. Denn vor allem auch die so von der Straße weg engagiert werden, die haben ja meistens nicht die Schulung, auf der Bühne auch sprechen zu können. Und das ist ja schon ein Unterschied. Also auf der Bühne, dass es trägt, dass es so weit trägt, dass es bis in die letzte Reihe kommt und trotzdem natürlich wird. Das ist schon, das lernt man schon dann in der Schauspielschule. Aber sicher auch, wenn man gute Kollegen hat, dann kann man auch auf der Bühne sowas lernen, wenn man begabt ist. Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Gibt es Rituale, wie Sie sich auf eine bestimmte Theaterfigur vorbereiten? Also Rituale habe ich sowieso fast gar nicht. Also, aber es ist natürlich so, wenn eine Figur eine bestimmte Charakter hat, versucht man natürlich, sich da hineinzuarbeiten. Aber sicher nicht mit irgendeinem Ritual. Also ich brauche kein Ritual, ich brauche keinen Nagel auf der Bühne oder ich will auch gar nicht, dass man mir toi 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 wünscht, weil das mich nur nervös macht. Also all diese Sachen hänge ich gar nicht dran. Mhm. Aber natürlich beschäftigt man sich, es gibt, dass man recherchiert, wenn es irgendeine Rolle ist, die Bezug hat oder so. Mhm. Also vorbereiten muss man sich auf jeden Fall. Und jetzt heutzutage noch viel mehr als früher, weil man so wenig Zeit hat. Und früher hast du ja für einen kurzen Satz hast du manchmal 20 Aufnahmen gemacht, 20 Takes genommen. Das ist heute einer höchstens und wenn es vielleicht zwei, also die Klappe und fertig. Es geht dann ganz schnell heute. Da schließt sich ja schon meine nächste Frage an. Mit welchen Gefühlen gehen Sie denn in eine neue Rolle? Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie ich das sage, was ich dann mit Freude.
Aber ist es Improvisation oder bereiten Sie sich vor, Nein. dass Sie sich den Beruf angucken oder sowas Ähnliches? Den Beruf Ihrer Figur, genau, Ach Ihrer so. Rolle? Ja, natürlich. Wie fühlen Sie sich da ein? Ja, natürlich. Man beschäftigt sich mit der Rolle. Das ist doch ganz klar. Also man kann ja nicht einfach nur Text auflabern, sondern man muss ja wissen, was hat der erlebt, wieso reagiert der so und nicht anders. Also man muss sich da einarbeiten und da braucht man schon eine gewisse Zeit. Also es gibt natürlich welche, die das alles aus der Lameng machen. Ich beschäftige mich schon richtig mit einer Rolle vorher. So auch, dass ich den Text auf Gott hoffentlich so drauf habe, dass ich nicht am Text hänge, sondern dass ich spielen kann. Ja, meine vierte Frage, gibt es für Sie persönlich Unterschiede zwischen den Theater- und Fernsehbereichen oder dem Fernsehen? Das ist nicht nur für mich persönlich, sondern für alle ein Unterschied. Mhm. Fürs Theater ist schon allein die Probenarbeit ist anders als das Fernsehen. Du machst im Fernsehen das einmal und gesendet wird es dann vielleicht in einem Jahr. Mhm. Und beim Theater hast du halt wirklich die Möglichkeit, jeden Abend es wieder neu auszuprobieren. Mhm. Es muss immer wieder wie neu wirken. Du darfst nicht Routine machen, sondern es muss eigentlich immer wieder, als ob es ganz spontan im Moment passiert. Aber das Reizvolle, weil ich spiele sehr gern Theater, weil ich das reizvoll finde, dass ich mit dem Publikum spiele. Und wie erreichen Sie Ihre Bühnenpräsenz? Also, dass Sie von vorn, von der Bühne bis nach hinten durchspielen und der hintere Betrachter, Zuschauer, die Zuschauerin sich noch erreicht fühlt? Ja, eben, das ist der Unterschied zum Fernsehen. Fernsehen musst du natürlich viel kleiner spielen und du kannst, die Kamera nimmt dich auf und da gibt es ja auch, Wolfgang Spier hat ja mal gesagt, du kannst in die Kamera gucken und siehst danach kurz vorher ein Messer und du brauchst eigentlich nichts auszudrücken, durch das Messer wird übertragen, dass das vielleicht ein Mörder ist. Der gleiche Ausdruck und dann siehst du ein Brot davor, dann denkt der Zuschauer, der ist hungrig. Der gleiche Ausdruck und der Mann guckt eine Frau an und es ist, also da ist kann man mit der Kamera sehr viel machen. Das alles musst du im Theater selber produzieren. Aber wie kriegen Sie diese Kraft hin für diese Bühnenpräsenz? Gibt es da ein Geheimnis? Ja, also es gibt Schauspieler, die nicht unbedingt alles richtig machen und trotzdem ein unglaubliches Charisma haben. Und du guckst dahin. Das brauchst du auch. Du musst irgendwie eine Ausstrahlung haben. Die ist aber gegeben. Die ist, glaube ich, nicht erlernbar. Es gibt Schauspieler, die ganz perfekt sind und trotzdem langweilig. Oder? Ja. Habe ich da? Ja, natürlich. So würde ich das sagen. Ich kann das nicht. Man muss halt wirklich da sein und man muss wirklich nicht routiniert spielen. Das ist es. Du darfst kein. Wenn du die Routine einsetzt, dann wird es langweilig. Mhm. Also, du musst sozusagen frisch bleiben. Immer frisch. Du musst immer das Gefühl haben, es ist gerade im Moment passiert es im Kopf und im Körper. Ja. Gut, dann komme ich zu meiner fünften Frage. Mussten Sie schon einmal Ihren Text improvisieren? Naja, es gibt natürlich, dass man einen Hänger hat oder der Kollege hat einen Hänger, was auch passieren kann. Ja. Das ist das Schlimme, dann rettet man den Kollegen und ist natürlich etwas unsicherer. Aus dem und Text. Der hängt, vor dem sagen die Leute, der ist eindrucksvoll und der hilft. Bei dem sagt man, oh, da war was nicht in Ordnung. Okay. Also, aber das passiert natürlich, dass man mal improvisiert. Ja. Und mit welcher Methode würden Sie dann Text lernen oder haben Sie eine Textlernmethode? Naja, also wichtig ist, immer wieder weit üben, üben, üben. Also immer wiederholen, weil man muss praktisch den Text vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis projizieren. Dann bleibt er hängen. Also wenn man das nur einmal kurz das geht natürlich ab und zu, dass du dazu hin. Aber eigentlich muss man so viel üben, dass das Hirn das Gefühl hat, das ist wichtig. Immer im Langzeitgedächtnis, dann ist es da. Und es ist einfach ganz
Einfach wiederholen. Morgens, mittags, abends immer zu den Text lernen. Also so richtig durch. Und ich lerne optisch. Also bei mir ist es so, dass ich am Anfang genau weiß, wo es steht. Und dann, wenn es dann sitzt, dann vergisst man das. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich genau weiß, wo, wenn ich hänge, weil quasi kann ich es fast ablesen. Deshalb ist es ganz blöd, wenn dauernd die Texte geändert werden und plötzlich ist der Text dann plötzlich unten. Wie war jetzt das? Da bringt man das Hirn durcheinander. Kommen wir zu meiner sechsten Frage. Welche Motivation haben Sie denn für Ihre Malerei, Fotografie und für Ihr tolles Buch? Motivation. Also ich, bei der Malerei ist es schon so, dass ich viel fotografiere, um dann daraus eine Skizze zu machen, um dann daraus ein Bild zu machen. Also vorher waren die Maler, haben sich in die Natur gesetzt und ich benutze natürlich Technik, indem ich irgendwas sehe, wo ich denke, daraus könnte ich mal ein Bild machen. Dann fotografiere ich das, das habe ich eben abgespeichert. Ich habe einen Ordner, der heißt Vorlagen und aus denen mache ich dann irgendwann mal ein Bild und dann wird es erst Skizze und dann ein Gemälde. So. Und was war die zweite Frage? Malerei, Fotografie und Ihr tolles Buch. Naja, bei dem Buch ist es natürlich so entstanden, dass dass ein Verlag mich angefragt hat, vor längerer Zeit, ob ich über das Thema Alter schreiben möchte. Da habe ich gesagt, habe ich dem sofort geantwortet, was ich nicht immer tue, und habe gesagt, ja, aber ich möchte das Thema Alter mal positiv betrachten. Und sie sagt, wunderbar. Das war das Buch, sagt nie, du bist zu alt. Und die haben dann geschrieben, also keine Angst, wir wollen nicht über ein Hintertürchen eine Biografie über ihren Mann, sondern das Thema, richtig ein Sachbuch. So, und dann habe ich, weil ich ja noch nie geschrieben habe, habe ich gedacht, wie mache ich denn das? Und habe immer nach einem roten Faden gesucht und bin dann draufgekommen, dass ich Menschen interview, also meine Aussage ist ja, dass ich sage, wir hätten sehr viel gesündere ältere Menschen, wenn sie sich nicht zur Ruhe setzen würden. Denn Ruhestand hat meist zur Folge Stillstand und das ist schlecht für Geist und Körper. So, und dann habe ich eben gesagt, ich würde gerne Menschen interviewen, die das vorleben, dass sie nach ihrem Renteneintrittsalter weiterarbeiten. Dann hat der Verlag gesagt, das geht nicht in ein Sachbuch und es funktioniert nicht. Ich habe gesagt, tut mir leid, aber ich will das gerne. Gut, dann machen Sie das. So, dann fanden die das so toll, dass sie nur noch damit Reklame gemacht haben, dass ich da Menschen interviewt habe. Und dann sind Jahre vergangen. Dieses Buch, was ich jetzt, Alterslos, Grenzenlos, ist nach dem Tod von Jopi entstanden. Da hat der Verlag dann gesagt, lass uns doch nur Interviews machen. Und da habe ich gesagt, dann möchte ich diese Menschen gerne in ihrer Aktion fotografieren. So ist dieses Alterslos, Grenzenlos entstanden. So. Und gehen Sie mit dem gleichen Feuer, mit dem gleichen Enthusiasmus, mit dem Sie auf der Bühne stehen, jetzt an Ihre Malerei und auch ans Schreiben? An alles. Und alles, was ich mache, mache ich wirklich dann. Deshalb habe ich auch längere Zeit nicht gemalt, weil dann war ich ganz konzentriert auf das Buch. Also ich versuche das dann auch ganz und dann, wie du vorhin auch gesagt hast, ziehe ich es auch durch. Also ich will es dann auch wirklich zu Ende bringen. Nicht so, dass ich dann sage, ach, das mache ich dann irgendwann, sondern das muss dann abgeschlossen sein und dann kommt das Nächste. Also und Sie, immer mit Freude. Sie versuchen immer, die Projekte zu beginnen und auch zu beenden. Ja, ganz. Und den Abschluss hinzubekommen, den Projektabschluss. Ja, das muss sein. Ja, wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Galerie Bottega Barone? Sie haben auch eine tolle Geschichte zusammen zu erzählen, wie Sie sich kennengelernt haben. Ich hörte auf Instagram. Ja, nein, nicht direkt, aber ich habe die Bilder von Philipp Sonntag auf Instagram gesehen und habe ihm geschrieben auf Instagram, wie toll ich die finde und dass ich so beeindruckt bin und ich wirft mich also immer um. Er hat immer wieder Bilder reingesetzt und dann habe ich immer ein Herzchen gemacht und ich habe dazu geschrieben, was ich sonst auch nicht so viel tue, wie großartig und ich werde richtig überwältigt davon. Aber er hat nicht reagiert. So, und dann, aber ich reagiere auch oft nicht, also ich habe das überhaupt nicht übel genommen und es verging Zeit und es war letztes Jahr im Juli, war eine Premiere im Schillertheater
Und da stand er plötzlich und dann habe ich ihm freundlich zugenickt, aber auch da hat er nicht reagiert. Und dann bin ich mutig zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe Ihre Bilder gesehen, ich finde die so toll, das gefällt mir so. Und dann, Sie haben aber nicht reagiert, hat er gesagt, oh, das tut mir so leid, ich setze immer die Bilder rein, aber ich antworte, ich gucke da gar nicht, was die Leute schreiben, sondern ich setze halt die Bilder rein und so. Und dann kam seine Agentin Angelika Reuter dazu und die sagte dann, stellt doch zusammen aus. Mhm. Und dann haben wir an dem Abend uns noch unsere Visitenkarten gegeben und zwei Tage später hat er mich schon angerufen und hat gesagt, ich habe mir das auch auf deine Webseite, auch gleich du gesagt. Ja, natürlich. Das ging auch gleich los. Und habe mir die Bilder angeguckt, das wäre doch prima und das gefällt mir. So, und dann, ja, und dann nach kurzer Zeit hat er angerufen und hat gesagt, da gibt es zwei Galerien, also da könnten wir was machen. Und so ist es entstanden. Und ich muss dazu sagen, ich hatte eben lange nicht gemalt. Habe ihm das an diese, in dem Foyer des Schillertheaters schon gesagt. Und er sagt, das macht doch nichts, du hast doch sicher Bilder. Fang einfach wieder an. Und das war wirklich so. Ich habe einfach mich hingesetzt und plötzlich ging es wieder. Und mit dem Ziel natürlich noch erst recht. So, also, aber das habe ich ihm zu verdanken, dass ich wieder male. Und da bin ich auch richtig froh drüber, weil ich habe lange nicht gemalt, habe immer gedacht, und das ist eigentlich, weil er gesagt, mach's, du wirst sehen, das kommt wieder. Und so war's. Ja. Ja, Philipp Sonntag macht ja auch Illustrationen, ne, zu seinen eigenen Texten. Ja, ja. Das ja. ist ja dann auch wieder ein Universalkünstler, der beides macht. Ne? Ja. Also das Schreiben. Also ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir das zusammen machen. Also es ist wirklich ein Kennenlernen und ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Dann habe ich noch natürlich eine ganz spannende Frage. Liebe Frage Nummer 8, was ist denn für Sie Kunst? Kunst ist etwas Schöpferisches und kann im höchsten Maße Menschen befriedigen und aufregen, den Künstler wie auch den Betrachter. Gut, dann komme ich zu meiner abschließenden Frage. Sie machen ja heute eine tolle Ausstellung. Welche Projekte oder aktuellen Projekte machen Sie noch, außer diese voll schöne und wunderbare Ausstellung, die Sie jetzt gerade machen? Ja, wie gesagt, jetzt habe ich bin ja jemand, der dann immer konzentriert das macht. Morgen ist die Vernissage und dann geht erstmal wieder was Neues los. Mein Vater hat auch unglaublich schön gemalt und ich habe seine ganzen Bilder in einem Lager und ich will daraus einen Katalog machen, weil ich eigentlich, weil der war wirklich so, der hat auch immer skizziert, immer gemalt und ich arbeite viel mühsamer, weil dem flutschte das so alles raus. Der ist unglaublich begabt und ich will da mal einen Katalog machen, weil ich irgendwie denke, das muss man mal zeigen. Ja. So, das ist mein nächstes Projekt, was ich mir so vorgenommen habe. Klingt sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall. So, dann komme ich jetzt mit meinen Fragen zu Philipp Sonntag. Ja, zur ersten Frage. Wie stark beeinflusst Sie denn das Bühnenbildstudium für Ihre späteren Kunstwerke? Ich würde sagen, das vermischt sich. Gemalt und gezeichnet habe ich ja schon lange, bevor ich Bühnenbild studierte. Ja. Und es hat sich so ergeben, warum auch immer, weil ich zu Hause schon immer Bühnenbilder aufgebaut habe und Figuren, also scheinbar war da irgendwie ein Trend und dann habe ich eben das gemacht, aber das habe ich mit meiner Malerei, das ist vermischt natürlich, aber vorher war die Malerei, die Zeichnen und danach ging es weiter. Komme ich zu meiner zweiten Frage, was ist denn für Sie Kunst? Naja, erstmal ist Kunst natürlich der Versuch, den eigenen Blick auf die Dinge darzustellen, eigene Gedanken darzustellen, illustrieren, egal welcher Art sie sind, ob religiös, philosophisch, kriegerisch, friedlich, das darzustellen. Und das ist der Drang, das zu tun, ist Kunst und es dann eben auch zu tun. Jemandem was vorspielen, ist eine Ureigenschaft des Menschen. Schon um das Lagerfeuer herum hat einer einen hinkenden Typen dargestellt und war aber der stärkste Jäger. Und das war schon immer so. Ich glaube sogar, dass bei gewissen Tiersorten das schon vorgeht. Also, und andere, da geht es vielleicht schon los. Das ist für mich Kunst. Also quasi überflüssig für die Realität, aber ganz wichtig.
um mit der Realität überhaupt klarzukommen. Es sind Tore in eine andere Welt. Das Überflüssige ist auch das, was wir in der Pandemie gemerkt haben, ja, dass es überflüssig ist. Genau. Da waren die Künstler immer die Letzten. Ja, weil das so ein bisschen mit der Wirtschaft zusammenhing. Allerdings muss ich widersprechen, weil es ist ja geistige Nahrung. Also Kunst ist ja geistige Nahrung und verhindert ja eigentlich den Burnout, wenn ich das mal jetzt so ganz plakativ sage. Und es ist ja für jeden Menschen wichtig, seine eigene Blase zu verlassen und neue Perspektiven sich anzugucken. Das ist richtig, aber ich meine, in der Öffentlichkeit ist ja wird die Kunst immer als das Schmuck, was man eigentlich im Notfall halt braucht. Ja. Und das ist das Schlimme eigentlich, weil es eben so wichtig ist. Gerade heutzutage, ja. So, dann habe ich noch Rocco Barone hier zu sitzen und stelle auch an ihn die Frage, was ist Kunst? Weil er wird das aus seiner italienischen Sicht vielleicht ganz anders sehen. Vor allem malt er selber ganz anders. Ja, genau, weil er ist ja Maler und Bildhauer und Kurator. Ja, genau. Zeigt, seit der Mensch lebt, hat er versucht, mit in Höhle Räume irgendwo darzustellen, was am Alltag, das, was da erlebt hat. Das war eine Ernährung von Umgebung, was da jeden Tag gespielt hat. Durch die Zeichnung von Kampf oder von Jagd und Überleben, das war am Anfang, was umherum gespielt hat. Im Grunde genommen beide mit Jahrtausend hat mit Kultur sich immer dargestellt, was der Mensch oder der Künstler da in dem Moment oder wo Liebe er machen, genau, was er umherum erlebt und zusammen mit der Vergangenheit oder spielt auch mit Zukunft, mit Hoffnung und so weiter, um auch darzustellen an die Menschheit Hoffnung zu geben oder Tipps oder so Sozialthemen oder politisch und alles. Im Grunde genommen ist eine Alltag sagen und so ist mit, wie ich gesagt habe, mit psychologischen Untergründen und sozial und Menschen. Ja, im Grunde genommen wird immer beide gemacht, eine Chronologie auch, von mancher Chronologie, von dem ganzen Leben, Kulturen und Leben. Also haben wir das Leben und die Kultur als Schnittmenge, ja? Ja. Gut, dann komme ich zur nächsten Frage für Herrn Philipp Sonntag. Woher kommt Ihre Kraft Ihrer Projekte oder wie können Sie die ganzen Projekte, die Sie haben, weil Sie machen ja ganz schön viel, wie können Sie die umsetzen? Naja, durch Organisation und Disziplin, also mit Disziplin bewältige ich ohnehin viele Chaos-Situationen, ja, damit ich selber da irgendwie geleise für meinen Zug habe. Disziplin und ich mache vieles auch nebenbei. Sag mal, ich bin im Hotel, mache 4 Zeichnungen oder ich habe beim Laptop, schreibe im Zug irgendwie oder setze mich mal eine Stunde hin und ein Bild, dann fange ich an zu malen, weiß nicht weiter, mache ich erstmal eine Pause, plötzlich sagt mir das Bild, was es will. Ja, und dann sage ich, das muss ich jetzt aber auch fertig malen und bin so lange unglücklich, bis es rumsteht. Und so habe ich immer einen kleinen Pflichterfüllung. Ideen aufräumen ist auch so ein bisschen. Ja. Also ich habe die Idee, eine Geschichte zu schreiben, dann schreibe ich sie hin, weil ich muss die Idee aufräumen. Mhm. Ja. Ja, komme ich zu meiner nächsten Frage. Die haben Sie schon vorweggenommen. Wie lassen sich denn Disziplin und Kreativität vereinen? Ja, wie kriegen Sie das und einen Hut? Ja, habe ich gerade schon beantwortet. Ja. Also das heißt, Sie räumen die Ideen auf und strukturieren so. Ja. Und einen anderen Weg gibt es nicht aus dem Chaos? Für mich nicht erstmal. Nee. Okay. Dann komme ich zu Frage 5. Was ist denn der Motor Ihrer schöpferischen Kreativität beim Schreiben?
Ja, ich erlebe Dinge und habe auch plötzlich Fantasien. Sag mal, ich sehe in den Spiegel und komme mir fremd vor. Manchmal fast unsympathisch. Und dann entfällt eine Geschichte, ein Mann ist im ICE, geht in die Toilette und sieht im Spiegel ein völlig fremdes Gesicht. Und dann geht er problemlos, kommt endlich nach Hause, macht die Tür auf die Frau, ruft die Polizei. Dann kommt aber ein anderer, dessen Gesicht er angenommen ist, ein Schwerverbrecher. Dann kommt der, das sagt, da bist du ja. Und dann raubt er die aus und da vermanscht sich dann immer mehr. Das ist so eine Geschichte, die hat kein Ende, aber ich habe sie bis dahin geschrieben. Also wenn man jetzt mit jemandem zusammen ist, mach doch so, mach, da gibt es tausend Möglichkeiten. Mhm. Auch mit bis Mord. Mhm. Und zu Geschichten, oder mir fällt die Geschichte ein, wo der Mantel einer Braut im U-Bahn-Schlitz hängen bleibt. Mhm. Und die fährt aber los. Mhm. Entsetzlich. Ja. Und die ist verabredet, aber sie denkt, sie sieht immer am falschen Bahnhof. Bla. Mhm. Und so ganz verschieden, ganz verschiedene Geschichten. Oder ich bin in Hamburg, Station Lindenstraße, steige aus, befinde mich aber plötzlich in Köln in der Deko von der Lindenstraße. Ich steige da in ein Taxi und sage da, oder das geht ja nicht, aber in einen anderen und durch ganze Städte. Das ist wie der Autor Haruki Murakami, den ich sehr schätze. Und so Geschichten fallen mir ein und die müssen aufgeräumt werden. Fertig. Mhm. Oder auch Tagebuch. Da mache ich dann manchmal eine Pause, habe schon auf Tagebücher gelöscht, weil ich sage, weg. Und so. Also ich schreibe einfach eine Idee für einen Roman, dann geht er los, dann hat er seine eigenen Forderungen, der Roman. Wie geht er weiter? Wo führt er hin? Und so. Ich habe auch einen Roman veröffentlicht. Einer liegt rum und lange Kurzgeschichten gibt es ganz viele. Mhm. Und Kindergeschichten auch. Einen habe ich mal veröffentlicht. Hast du gesagt, lange Kurzgeschichten gibt es viele? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Lange Kurzgeschichten. Ja, kurze, lange Geschichten. Aber woher wissen Sie, das ist ein Material, was ich für ein Drehbuch oder für einen Roman das oder für eine Kurzgeschichte eignet? Also ich schreibe auch Theaterstücke. Mhm. Und ich habe einmal ein Drehbuch geschrieben und selber verfilmt und mitgespielt, also Regie gemacht. Der Film lief auch ganz normal. Mhm. Und wie war die Frage in deiner? Na, wie wissen Sie, dass der Stoff sozusagen eine Kurzgeschichte wäre? Ja, ich habe eine Grundidee und da sage ich, da könnte man ein Theaterstück draus schreiben. Mhm. Und wenn es da steht, dann sage ich, da könnte man sehr gut auch einen Film draus machen. Mhm. Genau. Ja, das und ich biete auch immer an, aber noch keinen Erfolg gehabt. Zwei Theaterstücke wurden aufgeführt, das schon, ja. Toll. Ja, ja. Super. Ja, wie können Sie Ihre Texte lernen? Haben Sie eine Methode? Ich habe eine Methode. Ja. Und zwar, wenn ich den Text habe, lese ich ihn immer laut, ohne den geringsten Ehrgeiz, den zu lernen. Mhm. Weil der geht dann langsam auf die Festplatte. Mhm. Und dann versuche ich abends das Letzte, was ich tue, nicht in einem Buch lesen, sondern den Text nochmal laut lesen, weil im Schlaf sackert er. Und irgendwann kann ich ihn. Dann geht es auswendig, dann hört mich mal jemand auf und dann kann ich den Text. Mhm. Also auch wieder üben, üben, üben. Ja, und die lange Methode, früh anfangen, aber ohne den Ärger, mehr wie Geschirr spülen. Mhm. Ja. Also dass es zur Normalität wird. Ja, einfach so, Pflicht, einfach den Text noch schnell laut lesen. 5 Minuten, dann komme ich ja so, die Nummer. Mhm. Hm. Okay, das habe ich noch nie gehört, okay. Das ist ja mal was ganz Innovatives. Okay. Ja, Sie haben ja eine tolle Ausstellung momentan, aber gibt es noch andere aktuelle Projekte? Ja, ich habe mit einem Partner, der heißt Oliver Nitsche, eine Lesung, die heißt Die Zukunft hat schon begonnen, die habe ich geschrieben und auch illustriert. Ja. Und bei der Lesung werden per einem Beamer die Illustrationen immer dazu geblendet. Mhm. Und eine weitere Geschichte mit Sabine Matusch, die heißt Liebe macht sehend. Mhm. Und morgen Abend geben wir da eine 12-minütigen Kurzfassung davon. Ja. Das ist auch mit Beamer. Zur Vernissage. Zur Vernissage, ja. Ja, Sie sind ja ein Universalkünstler von Theaterstücken bis Drehbüchern. Haben Sie ja ganz viel gemacht und auch sogar Bücher geschrieben und auch Lesungen, wie Sie gerade erzählt haben. Wie kommt es dazu, dass Sie so ein Universalkünstler geworden sind? Waren es die sprudelnden Ideen oder von der anderen Seite die Anfragen? Was hat Sie motiviert? Weil ich habe als Kind schon immer mit irgendwelchen Ziehharmonika stundenlang Musik gemacht, weiß ich. Mhm. Und getrommelt habe ich schon immer.
und ich singe dauernd irgendwie. Und da habe ich irgendwann als ganz junger Mensch eine Blueshand gekauft, eine Mundharmonika, habe da drauf losgespielt. Inzwischen kann ich das ziemlich gut. Das ist die Musikseite. Schreiben, ich habe schon immer Geschichten geschrieben, immer schon. Als ganz junger Mann habe ich Geschichten geschrieben, ja, einfach kurze Geschichten. Und surrealer Art, ich komme durch die Stadt, plötzlich merke ich, dass Lastautos immer umfahren wollen, die aber ohne Fahrer sind. Sehr Science-Fiction-mäßig, ja. Oder so, ja. Und so Sachen, was war noch die Frage? Schreiben, 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 ja. Und so die Zeug. Vielseitigkeit. Die Vielseitigkeit. Ja, ja, ja. Und dann, und gekritzelt, gemalt habe ich schon immer, das ist also das Dritte. Und Theaterspielen. Habe ich auch schon immer gemacht. Und du bastelst auch, hast du gesagt? Basteln, ja. Ich habe mal ein ganzes Haus repariert im Elsass-Lothringen. Jedenfalls mit der Spielerei. Ich wollte immer Komiker werden und habe dann auch 20 Jahre lang selbstgeschriebene Solo-Shows, die eine Mischung aus Philosophie und Komik waren, nicht britisch. Habe es bis New York geschafft, immer ganz stolz erzählen. Okay. Und Deutschland, Österreich, Schweiz. Habe lange davon gelebt. Und habe eben auch mal einen Film gemacht selber, wie gesagt. Was gibt's noch? Universal. Lesen, Kinderbücher habe ich geschrieben, Roman auch, haben wir alles, ja. Ja. Ja, Nummer 9. Woher nehmen Sie die Kraft, das alles zu organisieren und das alles zu schaffen? Haben Sie ein Management oder wie schaffen Sie das alles? Ich habe als Schauspieler eine gute Managerin, die Angelika Reuter. Und für alle anderen Sachen nämlich keinen Manager. Ich habe mal versucht, jemanden zu finden, der alles macht und da fett bezahlt wird, auch meinetwegen 30%. Aber ich kann mich nur Kreativität, der Akquise macht für Romane, bla. Aber ich habe niemanden gefunden. Inzwischen mache ich es alleine. Ja, dann habe ich natürlich noch eine Frage oder mehrere Fragen an Rocco Barone, an den Kurator. Wie haben Sie die Ausstellung der beiden kuratiert? Was hatten Sie für eine Vision in der Galerie Bottega Barone, die beiden zu präsentieren? Ja, ich bin jetzt, wir sind seit 3 Jahren, jetzt existiert unsere Galerie Bottega Barone. Und ich bin stolz, und dass durch die Corona-Probleme und so weiter, dass wir beide gemacht haben, manche die haben leider nicht geschafft, aber und ich bin sehr stolz und froh, dass dieses Mal mit zwei bekannten Künstlern wie Frau Rethel, Simone Rethel heißt es, und mit Philipp Sonntag zusammen habe ich gesehen, die passt sehr gut. Auch Thematik gesehen und auch Sozialthemen. Beide haben sie auch urban Thematik interne und außen, was um den Menschen in die Stadt spielt oder intern, was da spielt. Und mit allen möglichen Gründen. Und dann auch die Farbe und die Technik. Ich bin stolz, dass Sie beide in meiner Galerie ausstellen. Und wir sind stolz, dass du stolz bist. Ja, vielen Dank. Und was hatten Sie beide für eine Idee, als Sie hier ausgestellt haben? Haben Sie spezielle Werke ausgesucht oder hat der Kurator die Werke ausgesucht? War die Zusammenarbeit? Ich würde sagen, es hat sich so ergeben. Ja, genau, so würde ich das auch sagen. Es hat sich ergeben. Alles andere wäre was rein interpretiert, was gar nicht nötig ist. Ja. Und hatten Sie spezielle Themen, die Sie in dieser Ausstellung präsentieren wollten? Ich habe nur ein Thema, das hängt da, das heißt die Zeitstraße, es sind 20 Bilder, vom Mittelalter bis jetzt, aber auch mit Collagen und so weiter. Und einmal in Farbe und dann nochmal die Skizzen dazu überarbeitet, das ist unten schwarz-weiß. Das ist ein Thema, ansonsten gibt es keins. In meinen anderen Bildern ist kein spezielles Thema. Und bei Ihnen? Bei mir auch, also ich male, aber ich nehme mir jetzt nicht ein Thema vor. Das heißt, ein Thema gibt es, aber das haben wir hier gar nicht ausgestellt. Das ist das Einzige, was es wird nie mehr sein, wie es war. Das war die Zeit damals, 11. September, wo ich, das hat mich wahnsinnig berührt. Und ich
denke, dass ich diese, das Thema Wir schaffen das mal aufnehme und vielleicht sogar auch den, weil das sind ja Dinge, die wir tagtäglich sehen und das berührt einen natürlich, aber das habe ich hier gar nicht. Ich glaube, wir hatten alle einen Schock an dem Tag. Ja, eben. Das sind so Themen, die ich schon mal aufnehmen möchte, aber jetzt ist es eigentlich mehr das, alles, was mich berührt. Das sind Stillleben, das sind Blumen, das sind Menschen, da ist eigentlich ein ziemlich breit gefächertes Thema. Am 11. September, da war ich 10 Jahre vorher in New York und hatte ein bisschen Nessel bemalt mit und habe dann eine Trilogie da gezeichnet an der Hotelwand, jedes so groß, wo der Wolkenkratzer explodiert. Also ich habe 10 Jahre vor dem, das ist wirklich passiert. Habe ich vorausgesehen. Ja. Und World Trade Center gezeigt und dann wir alles von Flieger und so weiter. Genau. Und wenn wir wieder ausstellen sollten zusammen, dann haben wir gesagt, weil ich habe auch ein Triptychon wirklich vom 11. September. So. Also, dass wir das mal aufnehmen. Aber das ist jetzt nicht, sondern jetzt haben wir einfach, das ist ja unsere Premiere erstmal. Ja, wir sind froh, morgen die Vernissage. Und ich bedanke mich, dass alles mit meiner Tochter Alexandra Barone nicht zu vergessen, dass sie die ganze Kraft, um die Sache hier zu organisieren und immer dabei sein, präsent und ja. Und sie hat uns auch toll unterstützt und auch ihr Mann hat mit beim Aufhängen, das war wirklich eine wirklich enorme Leistung, was der, wir haben glaube ich wann haben wir angefangen? Wann haben wir uns getroffen? Um 10? Und ich glaube um 4 waren wir schon fast durch, also es war enorm. Also sie haben gestern aufgebaut? Ja, ganz toll. In einem tollen Tempo, ja? Ja, das war wirklich, der hat das ein wirklich, schöner Team. Sehr schön gemacht. Ja. Sie hatten ja noch mehr Interviews, ne? Auch zu dieser Ausstellung? Ja. Mit wem hatten Sie die Interviews? Auch ein Podcast. Frau von Düren. Ja. Und Frau von Düren haben wir gemacht. Und schauen wir mal, vielleicht kommt noch was. Ich glaube, morgen Abend kommen auch noch ein paar Journalisten. Genau. Unterschiedlich. Ja, das hört sich doch richtig gut an, ne? Ja. Also sieht das so von der Presseseite gut aus bei Ihnen. Ja, super. Genau, jetzt schauen wir mal, dass es auch gut ankommt. Und Ihre Kollegen vom Schauspiel kommen auch? Oder? Ein paar kommen auch, ja. Einige kommen sicher. Ja. Wir sind gespannt. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Gut, und Werbung hatten Sie sozusagen auch alle schon gemacht? Alle gemacht, so. Jeder auf seine, mit seinen Möglichkeiten natürlich. Ja. Auch Instagram. Jawohl. Ja, oh, super. Ja, dann können Sie ja morgen wieder posten. Ja. Und heute vielleicht auch schon. Ja. Ja. Dann bedanke ich mich bei allen. Wir bedanken uns. Ja. Und ich würde meinen Hörern und Hörerinnen würde ich ganz gerne ans Herz legen, dass sie uns ein paar Likes da lassen, ein paar Abonnements und vielleicht auch ein paar tolle Kommentare. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen fürs tolle Interview. Und wir waren in der Galerie Bottega Barone in der Lützowstraße 38 in 10785 Berlin. Die Informationen der Vernissage verlinke ich auch nochmal unter den Shownotes. Also bis dann. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Tschüss.